Leute, ich muss euch da mal eine Story erzählen, ja? Der Chris Hemsworth, der hat meinen Körper geklaut, ja? Da kenne ich keine Gnade. Chris Hemsworth, der hat meinen Körper geklaut. Du Klappstuhl, mach dich gerade. So. Zieh dich besser warm an, du Koala-Bär, und gib mein Body wieder her. Genau. Hat er deinen Körper geklaut oder deinen Körper? Mein Körper natürlich. Achso, dein Körper. Doppel-P. Dein Körper. Alles klar. Genau. Vielleicht war es aber auch die Schokolade oder der Käsekuchen. Oder der Käsekuchen. Nicht genau. Ja. Mammut geht hart und damit willkommen zurück zu Pegel 2. Ja, so ist es. Willkommen zur zweiten Session. Ja, der Rick ist, wie ich auch beim letzten Mal schon angedeutet hatte, wieder dabei natürlich. Der Sponsor dieses Spiels sozusagen, dass ich das hier spielen kann. Wo ich auch immer noch immensely thankbar für bin. Deswegen kommt auch vor jedem Part immer so ein kleiner Einspieler, sponsored by, und dann steht da immer mein Logo. Vielleicht sich Network anmelden. Mensch, hast dich einfach abgemeldet. Der Sascha schreibt zum Beispiel, ich habe mir mal ins Auge gespuckt. Das ist mir tatsächlich auch mal passiert. Was macht ihr alle für Sachen? Das war, da war ich, wie alt war ich denn da? Irgendwie so 11, 12 oder so. Und ich war mit einem Kumpel von mir im Auto von meinem Opa und wir sind gerade auf so einer kleinen Autobahnstrecke gefahren und wir dachten uns, ey, ist doch jetzt mega lustig, wenn die einfach aus dem Fenster spucken. Und ich habe halt einen falschen Winkel irgendwie drauf gehabt und habe mir dann halt damit einfach selber ins Auge gespuckt. Wow. Wir machen weiter bei der Schaumparty, heißt es, glaube ich. Ja, weil es nicht genug Wolken auf der Welt gibt. So ist es. Hi, du bist Berg. Du bist Punk. Du bist Punk. Ich meine, ich bin Punk, Berg. Weil mein Bund Punk. Alles ist Punk. Jetzt mach mal einen Punk. Wir haben hier ein paar wirklich hübsche Wolken. Schön. Was konnte der Yeti denn nochmal? Ich bin gerade überlegen. Ist ja auch nur ein paar Stunden her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ach, das der mit dem Yeti, der konnte hier einfrieren und dann so curling-mäßig konntest genau, du umballern. Genau. Ach, schee. Ja, wie gesagt, ich habe gestern, berechtigterweise ein bisschen Kritik erfahren von Twitch-Zuschauern, dass ich nicht so auf den Stream geachtet habe, auf den Stream, auf den Chat, was auch richtig ist, aber halt nicht absichtlich, weil ich habe einfach gut mit Rick gequatscht. Das ist richtig. Irgendwie hing der gerade, glaube ich. Weil es wurden irgendwie Steine angezeigt, die getroffen wurden. Die Kugel war schon längst weg, aber irgendwie passierte nichts. Ja, ich glaube, da hatte sich noch irgendwas bewegt. Okay. Interesting. Why not? Und der Sascha schreibt, ist das ein Yeti-Ritter? Ja, nein. Dafür fehlt ihm die Rüstung. Genau. Überragender Schuss. Ja, geil. Oh. Wofür ich das auch zwei Freikugeln gab es dafür. Oh, ach, für 11 Stück. Für das Achievement habe ich zwei Freikugeln bekommen? Nee, weil du so viele Punkte gesammelt hast. Ach so. War nämlich 75.000. Boah, that is ja nice, hör mal. That is very satisfying. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Let's Play bisher gefallen. Wir sind ja gestern ein bisschen, was ich ja eigentlich gar nicht so geplant hatte, aber wieder ein klein bisschen politisch zumindest geworden. Haben uns ein bisschen in der Länge quasi verquatscht. Ja, aber es war schön. Ich hatte eigentlich vor, nach der halben Stunde der ersten Folge halt noch eine Stunde aufzunehmen und hatte mir den Timer gestellt und dann halt aber irgendwie nicht aktiviert, wie ich das manchmal so ganz gern mache. Was daran resultiert ist, dass wir statt einer Stunde, ich glaube, 2,5 Stunden aufgenommen haben und ich habe es einfach nicht gemerkt, weil wir uns so gut unterhalten haben. Ich hatte mich tatsächlich dann so nach 2 Stunden auch gewundert, so, Moment mal, wollte er nicht eigentlich nach einer Stunde aufhören? Aber egal, ist gerade gut. Ja, ich hab das nicht gemerkt. Hör mal. Ihr merkt das doch nicht mehr. Nee, in meinem Alter sowieso nicht. Na, da hast du schon Hopfen und Malz verloren, du. Mopfen und Hals. Ich hatte auch heute zu Pascals Unboxing habe ich ihm einen Screenshot geschickt, wo ich dann in HTML den Titel seines AC/DC-Unboxings abgeändert habe. Mm. Da steht dann halt nicht Quick and Dirty, sondern Dick and Quirky. Sehr gut. Ah.
Sehr schön. Das ist gute Frackhessisch, ey. Ich bin dafür, dass wir irgendwann mal eine Initiative dafür starten, dass das mal in den Duden kommt. Wäre ich auch für. Es gibt bestimmt schon einen offiziellen Ausdruck dafür, aber Frackhessisch klingt halt einfach so sympathisch. Ist so. Also das müssen wir vielleicht einfach kurz mal erklären für neue Zuschauer oder so. Also mit Frackhessisch meinen wir, dass wir die Anfangsbuchstaben von Wörtern oder Wörtern mit mehreren Silben umdrehen. Also zum Beispiel aus, was haben wir denn zum Beispiel? Aus Frackhessen wird Hackfressen. Genau. Und da kommen manchmal ganz lustige Sachen bei rum. Also mein Favorit ist ja immer noch nicht Baphomets Fluch und die Rempeltitter, sondern Flaphomets Buch und die Rempeltitter. Jetzt hast du zweimal Rempeltitter. Ich hab's auch gerade gemerkt, ja. Baphomets Fluch und die Tempelritter meine ich natürlich. Oder Teich der Roten, Reich der Toten. Ist genau. Auch schön. Tauchen ist rötlich, ne? Ja. oder feine Klötzchen. Ja. Ist eigentlich auch sehr schön. Die feinen Klötzchen, die sind super. Ach ja. Vor allem das Schöne ist ja eigentlich immer, das kommt ja meistens dann irgendwie so, ohne dass man bewusst drüber nachgedacht hat. Und dann fällt es einem irgendwie auf, ach, das klingt eigentlich ganz cool, wenn man es umdreht. Ja. Schon schön. Beispielsweise auch Rammstein, da wird halt Stammrein raus. So ist es. Also draus, nicht raus. Ich weiß gar nicht, ob es da nicht wirklich irgendwie einen Fachausdruck für gibt, wenn man das macht. Bin mir gar nicht mal sicher. Das könnte ich mir sogar vorstellen, dass es das gibt irgendwie. Ja, das denke ich mir auch. Gibt eigentlich für allen Scheiß irgendeinen Fachausdruck. Bei Rocket Beans TV gibt's Rudi Baucht. Es ist so, wenn man ganz viel zunimmt, dann baucht man. Genau. Dann mache ich ja gerade genau das Gegenteil. Schön. Du entbauchst. Genau. Sehr schön. Oder auch ein anderes Wort, wenn man zunimmt, man entschlankt. Ah, sehr schön euphemistisch. Bin heute auf Entschlankungskur. Gut, Entschlackung gibt's ja tatsächlich. Ja, genau, deswegen, ja. Der schöne, ähnliche Wortklang. Genau. So sieht's nämlich mal aus. Bin gerade relativ freizügig mit meinen Kugeln. Das wird mir, glaube ich, gerade ein bisschen zum Verhängnis. Ich glaube, ich muss gleich nochmal machen. Ach, aller guten Dinge sind drei, ne? Ja, ja. Vielleicht. Jo, dat. Jo, jo, dat. Ach, die gute Kylie. Minocke. Ja, Haserash, würde ich sagen. Und alle reden drüber, was Beyoncé morgen dreht. Beyoncé. Ich mag ja auch immer noch meine Umdichtung mit Terroristen statt Gitarristen. Das ist eigentlich ja fast schon wieder philosophisch dann dadurch. Ja. Das gefällt mir. Ach ja. In dir steckt doch mehr, als das Auge trifft. More than meets the eye. Ah. Nein, du bist sowieso ein offenes Buch für mich. Das ist schön. Ja. So muss es sein. Kommt drauf an, was es für ein Buch ist, ne? Stimmt. Kann halt auch so irgendwie so ein 1-Euro-Roman am Bahnhof sein. So vom Grabbeltisch. Von diesem, ich hab vergessen, wie dieser Verlag heißt, der immer die ganzen Schiller-Sachen und sowas. Achso. Hier Reklam. Genau, diese Reklam. Die kleinen gelben Bücher mit hier genau. Faust und von Goethe und sowas alles und richtig. Den ganzen Scheiß, ja, ja. Hat er dazu wirklich Scheiß gesagt? Ja, hat er. Ist da Goethes Faust drin? Der ja. Hält sich wohl für Goethe. Vor allem dann auch im Zusammenhang mit den Terroristen. Was schreibt er denn für Texte? Schiller hat viel über Musik geschrieben. Auch daran kann man seine Relevanz sehen. Und weil wir rhythmische Bewegungen sowie Bücher leben, gehen wir heute Abend lieber tanzen. Ist das auch von den dreien? Nee, es ist vom Fun Urlaub Racing Team. Heute tanzen. Ach so. Auf Faszination Weltraum, ja. Faszination Urlaub. Ein sehr geiles Album. Da hast du ja eh noch einiges zu hören. Das stimmt. Ich meine, von dem Album kenne ich jetzt zumindest drei Songs, glaube ich. Das ist ja immerhin schon mal mehr als zwei. Richtig. Nämlich Mein Lied,
Herz verloren und iDisco, ja. Ja, das ist auch echt eine gute Auswahl. Gab es ja auch diese schöne Stelle aus dem Interview, wo Markus Kafka mit Farin darüber geredet hatte. Wo er dann auch so sagt, so ein bisschen schwierig mit dem Herzschlag und dem Beat. Was hat denn der für einen Herzschlag? Dum, 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 dum. Ach ja. Also wenn du das wirklich als Herzschlag hast, dann bist du halt kurz vorm Exitus. Ey. Es ist ja... Wow, was war das denn? Oh, war ein schöner Schuss. Ja, damit ich eine blaue getroffen habe und sonst nichts und 100 Punkte bekommen habe. Ach so, toll. Ich war noch bei dem davor. Ach so. Das war ein schöner Schuss. Hammer, ne? Das war dann eher ein Schuss in den Ofen. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Das ist auch lange her. Bling. Ui. Boi. Eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich noch alle abdecken, aber ich hatte eh nur noch eine Kugel, von daher. Passt das schon. Oh. Vor allen Dingen, hast du das eigentlich schon mal bemerkt mit dem Hintern vom Yeti? Nee, da bin ich gerade mit dem Kopf vor, mit der Birne. Was ist denn da? Ach, der, das gepixelte? Ja. Ach, doch, 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 ja, stimmt. Incoming Trial, okay. Cold Breaker. Björn behauptet, diese Prüfung ist mit einem Schuss zu schaffen. Mit einem Schuss zu schaffen. Ist mit einem Schuss zu schaffen. Irgendwie mit Hilfe der Blöcke, die nebenstehende Blöcke erleuchten oder so. Ja. Das ist ja, wenn du die Fähigkeit hast, dann hast du ja, also denn, wenn du einen Block triffst, dann ist der daneben auch direkt. Ach cool. Getroffen, so nochmal. Okay. Prüfung nicht bestanden. Nochmal. Weil eine Kleinigkeit, die ich eigentlich mal erwähnen wollte, sag mal. Scheiße. Also mir fällt mittlerweile echt auf, dass hier, ich habe seinen Namen vergessen, also vom Schauspieler, der in Breaking Bad ja auch den Chef vom Hühnerhof, sag ich mal, spielt. Giancarlo Esposito. Genau. Der spielt in letzter Zeit sehr, sehr oft diese Rolle des... Ja, das stimmt. ...geschäftskalten Eismanns. Stimmt, der ist ja auch bei dem neuen Far Cry, ne? Genau, und bei The Boys. Mhm. Da spielt er quasi auch eigentlich so eine Rolle. Ach, da ist er auch dabei, cool. Mhm. Ja, das kann aber auch. Da hat er echt... gut, dass Dave einen Schuss hat, ja, stimmt. Ich hoffe nur, dass ihm das denn letztendlich, sag ich jetzt mal nicht, allzu sehr in die Quere kommt, dass er denn nur so eine Rollen hat. Das wäre ein bisschen schade. Das stimmt, ja. Aber andererseits, ich meine, wenn es ihm natürlich Spaß macht, warum nicht, ne? Das sind Nordlichter, oder wie ich sie nenne, spacige Vorhänge. Okay, alles klar. Schön. Spacige Vorhänge. Und von wem ist das jetzt, diese Fähigkeit mit diesen, dass dann die daneben auch automatisch getroffen werden? Das ist ja nicht von ihm. Das passiert durch doch, das passiert bei seiner Fähigkeit. Ja, aber seine Fähigkeit ist doch, dass das mit diesen rutschenden Kugeln, wie beim Curling, oder nicht? Naja, aber das passiert dann eben auch, weil sobald du eine Kugel quasi erwischst und alle die diese Kugel berührt, die werden dann auch aktiviert. Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen bis jetzt. Ja, kannst mal sehen. Ja, gut. Ja, danke für das Trial, sonst hätte ich das gar nicht gecheckt. Das ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Und der Tobi schreibt noch, um auf das AC/DC zurückzukommen. Finde ich echt krass, was Brian Johnson mit ca. 70 Jahren noch für eine Stimme hat. Definitiv. Ist ein echt cooles Album geworden. Das ist für mich immer so das Merkmal von AC/DC. Wütende Katze. Genau, wollte ich auch gerade sagen. So die wütende Katze. The Bad Kitty is singing. Genau. Ja, die Rede ist vom neuen AC/DC-Album Power Up, was gestern erschienen ist, am Freitag, den 13.11.2020. Sehr geiles Album geworden. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Ist halt typisch AC/DC, ist jetzt keine Überraschung drauf oder so, aber das braucht man bei AC/DC auch nicht erwarten, ehrlich gesagt. Die haben halt 16 Mal selber Album aufgenommen, mit Erfolg. Ich wollte gerade sagen, es ist halt einfach so, ja, ja. Also, wenn man alles andere von AC/DC mochte, dann mag man auch das Album. Kann ich an dieser Stelle mal sagen. Ja. Wenn man sich dagegen Axl Rose heutzutage anguckt, beziehungsweise Fatal Rose. Fatal Rose. Ich weiß gar nicht, was macht der denn so? Das ist doch der Sänger von Guns N' Roses, oder? Genau.
wenn er nicht bei Guns N' Roses gerade spielt, dann spielt er bei Halb N' Roses. Genau. Oder bei Ente N' Roses. Sweet Guns, oh mein. Ja, lieber Ente Süßsauer. Ja, ja. Ja, aber die touren jetzt auch seit einigen Jahren wieder ganz erfolgreich. Ich freue mich tatsächlich schon auf die kommenden Sachen von den Red Hot Chili Peppers, wo wir gerade bei Musik sind. Die haben jetzt ihren Hauptgitarristen oder ihren Ursprungsgitarristen John Frusciante wieder dabei, der sehr, sehr geil ist. Mhm. Und da freue ich mich schon sehr auf neue Sachen. Ich hoffe, da kommt nächstes Jahr was. Oh. Jetzt ist Rick schneller mit den schlechten Witzen als ich. Ja, muss auch mal sein, ne, Sascha? Ja, eben. Könnt euch ja abwechseln. So fair genau. Kann man sein. Teilen uns ja die Rolle des Gag-Beauftragten. So sieht's aus. So nicht anders. So ist es. Ui, gestern hatte ich übrigens noch jemanden mal angefragt fürs Hörspiel zum Sprechen. Ui. Weil. Daniel Veit. Oh, das wäre auch noch. Das wäre, cool. Glaube ich, geil. Da müsste ich aber überlegen, wen er sprechen könnte. Wobei, es gibt genug Rollen im Hörspiel, die zu seiner Stimme passen würden. aber ich höre ja ganz gerne den Spoppen Podcast. Spongen Bobben. So nach dem Motto What's Poppen. Achso. Ein Podcast vom Filmmann, den er mit jemandem macht. Ach ja, der war das, ja. Der Filmmann-Podcast. Genau, und den macht er mit dem Mr. Twyson, mittlerweile heißt er, glaube ich, nur Twyson auf Twitch. Und den habe ich einfach mal gestern spontan, als ich spazieren gegangen bin, angefragt. Ob er nicht vielleicht Bock hätte, da eine Rolle zu übernehmen, weil ich könnte mir eine sehr gut für ihn vorstellen. Und da er selber auch drei Fragezeichen-Fan ist, da ist doch schon mal, mir, komm, versuche ich es einfach mal. Gute Voraussetzungen an sich schon mal, ja. Da bin ich mal gespannt, drücke ich mal die Daumen. Ja. Das eine Antwort halt kam auf jeden Fall schon. Ach. Und ich habe ihm heute mal einen Auszug, also quasi die ersten 5 Minuten mal geschickt. Mhm. Dann bin ich mal gespannt, ob beziehungsweise was da für eine Antwort kommt. Was war denn die Antwort? Kann ich ja einfach mal gerade verlesen. Falls du es natürlich verraten möchtest. Ja, weil ich hatte halt geschrieben so, hey, ich bin Rick und höre schon seit Folge 1 euren Podcast. Wollte mal fragen, ob du Bock hättest, da mitzusprechen. Den Filmmann aber nicht nur dich. Ne, theoretisch. Wenn also, er jetzt auch sagen würde, er hätte Bock, dann würde ich ja auch nicht Nein sagen. Ich sag mal so, theoretisch gesehen könntest du beim Filmmann ja punkten, dadurch, dass du sagen kannst, ich habe mit dir sogar schon mal gequatscht in der Call-In-Show. Stimmt. Und hat halt noch geschrieben, so, ja, ist halt ein sehr ambitioniertes Projekt mit dafür geschriebene Musik und eigenen Soundeffekten und sowas. Und wenn du da mal irgendwie was reinhören möchtest, kann ich dir gerne was schicken. Mhm. Und dann kam eine sehr liebe Antwort. Ah. Da geschrieben, hey Rick, super lieb von dir, dass du da an mich gedacht hast. Für solche Projekte bin ich an sich immer zu begeistern. Und wenn dann noch die drei Fragezeichen das Thema sind, ein Träumchen. Wenn du Stuff hast, kannst du das gerne mal rumschicken, um zu schauen, ob es passt und mein Jam ist. Props schon mal dafür, dass du an so einem Projekt dran bist. Cool, super cool. Ja, fand ich mega nice. Ja. Aber das ist halt manchmal, ich meine, ich weiß ja nicht, wie es dir dabei immer bei sowas geht, das kostet natürlich irgendwo schon auch Überwindung, weil man dann Leute auch nicht irgendwie potenziell nerven will oder sowas, ne? Ja. Aber das ist halt immer so das größte Problem dabei, finde ich. Aber an sich hat man eigentlich nicht viel zu verlieren, wenn man halt anfragt. Zumal du ja wirklich auch in der guten Position bist und halt auch schon was vorweisen kannst. Also es wäre jetzt nicht so, als wenn du ihm jetzt nichts schicken könntest zum Beispiel, wo er schon reinhören könnte. Deswegen ist das halt die optimale Ausgangssituation eigentlich. Da kann er sich sofort ein Bild machen und das ist halt eigentlich echt ganz cool. Jo. Deswegen also. Ich bin ja auch so einer, also so größere Leute irgendwie, größere Internetpersönlichkeiten anzuschreiben, ist sonst eigentlich so gar nicht meins, weil, weiß nicht, da habe ich immer so ein bisschen Skrupel vor, weil das schnell irgendwie wirken kann wie, ey, gib mal Reichweite oder so. Ja, ja. Dem ist ja nicht so. Weil in dem Fall dachte ich mir, also das habe ich mir tatsächlich schon seit Tagen gedacht, weil durch die Podcasts und so die Art und Weise, wie er quatscht, dachte ich mir halt irgendwann, ey, wenn er die Rolle mal sprechen würde, das wäre mega gut. Mhm. Ja, und dann dachte ich mir gestern halt beim Spazierengehen, da hatte ich dann mal so einen kleinen
man könnte sagen, Höhenflug, denn kurz an Selbstbewusstsein dachte ich mir, komm, schreibe ich dem jetzt. Sehr schön.